Ja, hallihallo und willkommen zum nächsten Video in dieser ja, Mini-Tutorial-Reihe, sag ich mal. Im letzten Part haben wir uns ja schon ein kleines Startskript erstellt. Das kann ich hier ganz kurz nochmal öffnen. So, das sieht ja bisher so aus. In diesem Video wollen wir ein bisschen daran weitermachen, ein paar kleinere Änderungen machen und das Hauptsächliche, was ich machen will, ist, dass wir eine variable Anzahl an Servern haben oder beziehungsweise, dass wir am Anfang in eine Config-Datei schreiben, wie viele Server von welchem Typ wir quasi haben wollen und dass das Ganze dann entsprechend gestartet wird. Und wie wir gleich sehen werden, gehört da mehr dazu, als man im ersten Moment denkt. Denn ja, wir müssen ja, wenn wir eine variable Anzahl an Servern haben, müssen wir die ganzen im Bungee-Code eintragen. Wir müssen die Ports von denen richtig einstellen, sodass es da keine Port-Konflikte gibt. Und ja, das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar will ich einfach mal anfangen, dass wir eine Config-Datei erstellen. Das machen wir hier eben mit Nano. Network.conf möchte ich die mal nennen. Und dort werden wir mal das Folgende reinschreiben. Und zwar als allererstes, als kleine Änderung, dass wir nämlich ja, das Ganze auch besser updaten können. Bisher hatten wir die Startdatei immer direkt ins Skript reingeschrieben. Das möchte ich jetzt eben hier in diese Config-Datei auslagern. Dort könnt ihr eben den Namen eurer Char-Datei angeben. Bei mir heißt es spiget-1.8.8.char. Das Ganze funktioniert auch mit neueren Versionen natürlich, aber wie schon im letzten Tutorial erwähnt, die Version hatte ich hier gerade noch rumfliegen. So, und jetzt haben wir das Ganze in der Config-Datei. Wir wollen die Config-Datei aber auch noch öffnen. Dazu müssen wir, ja, so nicht, das Skript starten oder hier erstmal öffnen und hier ein bisschen was bearbeiten. Und zwar, später will ich da eben auch noch die Anzahl der Server reinschreiben. Und wenn wir das jetzt starten, dann starten wir die entsprechende Anzahl an Servern. Wenn wir das aber wieder stoppen wollen, müssen wir die genau die gleiche Anzahl der Server wieder stoppen. Falls jetzt aber in der Zwischenzeit die Config-Datei geändert wurde, würde, also zum Beispiel hatten wir 5 Server gestartet, jetzt wird die Config-Datei geändert, dass nur noch 2 Server gestartet werden. Dann können wir das nicht wirklich rausfinden. Deswegen mache ich hier quasi eine Kopie der Config-Datei. Das geht mit cp, das ist der Kopiebefehl. Und ich nehme hier eben die Datei network.conf und kopiere die zu network.conf mit einem Punkt vorne dran. Wenn ein Punkt vorne dran ist, heißt es in Linux, dass es eine versteckte Datei quasi ist. Das heißt, die sieht man auch nicht direkt, nur wenn man eben einen speziellen Befehl nutzt. Also zum Beispiel ls-la, dann seht ihr auch die versteckten Dateien in der schönen Listenansicht. Naja, so, wir wollen jetzt eben schauen, ob die Datei existiert. Das machen wir mit einer schönen ja, if-Abfrage. Genau. Und wenn die existiert, dann wollen wir sie quasi einlesen. Das machen wir mit dem folgenden Befehl. Und zwar mit dem Punkt, dann Leerzeichen und dann der Dateiname. Das ist dann eben .network.conf. Und falls es nicht gefunden wurde, geben wir noch was aus. Und zwar network.conf not found zum Beispiel. Und dann können wir noch das Ganze beenden mit Exit 2. Und ganz am Ende natürlich wieder 4, da wir die if-Abfrage abschließen müssen. So, das hier könnten wir eigentlich auch eins einrücken. So. Das heißt, jetzt haben wir die Config-Datei schon mal gelesen. Was hat uns das jetzt genau gebracht? Ja, hier haben wir ja bisher noch die spiget-Datei. Das Ganze will ich jetzt mal, ja, ich sag mal umwandeln. Und zwar statt diesem Namen schreiben wir jetzt Dollar. Und dann der Name dieser Variable, die wir eingegeben hatten in die Config-Datei, das ist spiget-char. Das ändern wir hier auch noch. So, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Das sollte eigentlich auch soweit funktionieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch das Ganze simultan für die Bungee-Chord-Datei ändern. Das mache ich jetzt hier mal nicht. Das ist dann eine als Aufgabe für euch, falls ihr das auch in der Config-Datei schreiben wollt. So, das heißt, wir haben das Ganze jetzt schon mal hier richtig gestartet, sag ich mal. Und ja, wir können uns mal anschauen, ob das Ganze funktioniert. Dazu wieder Punkt Slash, network.sh und dann Start.
Und dann können wir mit screen-ls, können wir schauen, ja, die ganzen Server sind gestartet. Gehen wir gerade noch in einen rein, zum Beispiel in Game. Und dann sehen wir, ja, alles richtig gestartet. Sehr gut. Dann mit Steuerung AD kommen wir ja wieder raus. Und dann machen wir wieder hier das Ganze mit Stopp. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch noch funktioniert. Ja, perfekt. Noch kurz überprüfen. Keine Screens mehr, keine Screens mehr. Sehr gut. Okay. Das heißt, diese erste kleine, kleine Änderung haben wir schon mal. Jetzt wollen wir uns aber wirklich daran setzen, mal die Anzahl der Game-Server variabel zu setzen. Das heißt, falls mehr gebraucht werden, kann man auch mal mehr starten. Genau. Falls ihr das wirklich ganz variabel haben wollt, das heißt nicht in so einer Config-Datei, sondern wirklich je nach Bedarf, das ist sehr schwer mit Bash umzusetzen. Da müsstet ihr wahrscheinlich tatsächlich ein eigenes Programm schreiben für. Also in zum Beispiel Java, falls ihr euch damit auskennt, oder halt irgendeine Programmiersprache eurer Wahl. Da müsst ihr jetzt nicht Java verwenden, nur weil das Minecraft auch verwendet. Aber ja, wir wollen uns eben anschauen, wie wir beim Start festlegen können, wie viele Server gestartet werden. Dazu gehen wir erstmal wieder in die network.conf und fügen eine neue Config hinzu. Und zwar num-game mache ich mal, nenne ich das Ganze mal. Und wir fangen mal mit 3 an. Das heißt, wir wollen 3 Game-Server starten. Speichere ich das Ganze und gehe raus. So. Dann editieren wir mal wieder die network.sh, unser eigentliches Skript. So. Genau, also, was haben wir jetzt hier bisher? Starten wir einfach ein Game. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt müssen wir hier eine Vorschleife machen. Das heißt, wir machen hier vor. Das heißt, das, was in der Vorschleife steht, wird quasi so oft ausgeführt, wie das Ganze in der Config-Datei drin steht. Das machen wir folgendermaßen. Wir setzen i gleich 1, sagen dann, das Ganze soll so lange laufen, wie i kleiner gleich unserem num-game ist. Und jeden Durchlauf wird i um 1 erhöht. Das sagt dieses i++. So, und jetzt müssen wir ihm sagen, was er eigentlich macht. Das wird jetzt in dem Fall mit dann abgeschlossen. Nicht ein OD, sondern dann in diesem Fall. Ja, ist halt einfach so. Genau, und jetzt, wir müssen natürlich noch eine Sache ändern. Denn, wenn wir hier schauen, bisher haben wir nur einen Game-Ordner. Jetzt wollen wir das Ganze mal so umbauen, dass wir sagen, wir moven das Ganze nach Game-Template. Das heißt, jetzt heißt unser Server oder unser Game, Game-Template. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 3 Server haben wollen, dann tun wir einfach das hier 3-mal kopieren. Natürlich ist es nicht unbedingt das Beste, vor allem, weil wenn wir das Ganze stoppen, lösche ich einfach wieder die ganzen Kopien und dann beim nächsten Start werden sie wieder neu angelegt. Da könnte ich auch überlegen, wenn die Welt nicht geändert wird, zum Beispiel, dass ihr dann zum Beispiel überprüft, ist der Ordner vorhanden? Wenn ja, dann mach was, wenn nein, dann kopieren halt. So, das wäre eine Option zum Beispiel. Das lasse ich aber auch nochmal als Aufgabe für euch. Müsst ihr halt mal ein bisschen googeln, wie ihr das rausfinden könnt. Ist eigentlich nicht allzu schwer. Naja. Ansonsten, wenn es gewünscht ist, kann ich natürlich auch nochmal ein Video dazu machen. Naja, also, jetzt haben wir das Ganze als Template. Bearbeiten mal hier das Skript wieder weiter. So, wir waren jetzt hier. So, und zwar kopieren wir jetzt nämlich das Ganze mit minus R. Das brauchen wir, weil es sich um ein Verzeichnis handelt, nicht um eine einzelne Datei. Und jetzt haben wir hier eben unser Game Template. Und jetzt werden wir das Ganze in game $i speichern. Das heißt, das Game Template wird jetzt kopiert in einen Ordner, der heißt Game. Und dann wird hier, das $i wird durch das i ersetzt hier. Und das i wird eben um 1 erhöht. Das heißt, wenn wir hier 3 haben, dann wird jetzt Game 1, Game 2 und Game 3. Die Ordner werden hier erstellt. So, dann wollen wir in diesen Ordner auch reinwechseln. Game $i. Und dann müssen wir ganz kurz schauen. Ich habe das jetzt mal so aufgebaut, dass wir bis zu
99 Server starten können. Und zwar müssen wir ja eben aufpassen, wie viele Stellen die Zahl quasi hat. Das heißt hier, wenn i kleiner als 10 ist, sprich es hat ja nur eine Stelle, dann machen wir hier einen Befehl. Und ansonsten einen anderen. Und hier schließen wir das Ganze wieder. So. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt den Port nämlich einstellen. Und das mache ich jetzt in dem Fall mit dem Programm SED. Damit kann man ja im Prinzip Dateien bearbeiten, hier aus der Shell raus. Und mit minus i sage ich, ich möchte was einfügen. Im ersten Fall wollen wir jetzt ja nach dem Serverport suchen. Das heißt, hier sage ich erstmal, okay, nach was suche ich? So, dafür müssen wir jetzt das Folgende schreiben. Und jetzt müssen wir noch schreiben, durch was wir es quasi ersetzen wollen. Server-Port ist gleich. Und jetzt würde ich einfach mal hier sagen, wir machen 2560 und dann eben wieder $i hinten dran. Das heißt, ab 256 zählen wir quasi immer aufwärts. Hier in dem Fall haben wir nur ein Zeichen, deswegen machen wir hier die 0 dazu. Und hier unten machen wir das Ganze dann eben mit, ja, ohne die 0, weil wir dann hier zweistellig sind. So, hier müssen wir noch ein slash g dran setzen und dann müssen wir noch sagen, welche Datei das ist. Das ist nämlich die server.properties. Wir sind ja hier durch das cd schon im richtigen Ordner. So, wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie der Befehl funktioniert, müsst ihr euch da mal die Dokumentation anschauen, auf jeden Fall. Damit kann man auf jeden Fall eine ganze Menge interessante Sachen machen. Hier kann ich eigentlich das Ganze erstmal so kopieren. Wir müssen nur ein bisschen was umstellen. Und zwar müssen wir eigentlich nur hier die 0 rauslöschen. Ja, das müsste eigentlich sein. So, damit werden die Server schon mal richtig gestartet im Optimalfall. Ah ne, halt, natürlich noch nicht. Denn wir haben zwar die Ports eingetragen, aber wir haben das Ganze ja noch gar nicht gestartet. Deswegen machen wir wieder einen Screen DMS. Und das da unten muss ich mal rauslöschen. Das brauchen wir natürlich nicht mehr. So, screen-dms und dann eben den Namen von unserem Server, in dem Fall game$i und dann unseren Befehl, also java-char und dann hier natürlich wieder die spiget-char. So, und dann müssen wir wieder das Verzeichnis nach 1 nach oben gehen mit cd:// Das sollte eigentlich erstmal das Ganze zum Starten sein. Das Stoppen müssen wir jetzt noch ganz kurz machen. Da müssen wir erstmal ganz am Anfang von Stopp die Config-Datei auch wieder einlesen, denn wir haben die beim Start eingelesen, beim Stopp müssen wir die auch wieder einlesen. In dem Fall müssten wir allerdings direkt, wir müssen natürlich jetzt die Config-Datei nicht mehr kopieren, sondern wir müssen jetzt die Kopie öffnen. Das heißt, network.conf. Also wir überprüfen wieder, wenn die vorhanden ist, dann machen wir, dann lesen wir die wieder ein. Falls die nicht vorhanden ist, habe ich jetzt mal Folgendes gemacht, dass wir dann die network.conf einlesen. Könnt ihr natürlich auch abändern, wenn ihr wollt. Ich fand es eigentlich ganz sinnvoll. Das heißt, falls die irgendwie nicht kopiert wird oder so, dann wird halt die richtige network.conf als Fallback quasi verwendet. Aber das könnt ihr natürlich ändern, wenn ihr wollt. Zum Beispiel, dass auch eben ein Fehler wie oben ausgegeben wird oder ähnliches. So, jetzt haben wir die Config-Datei wieder eingelesen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wir den Server eigentlich wieder stoppen können. Und zwar, da oben ist die Lobby. Wir müssen das hier ändern, umändern. Da fange ich mal hier an. Wir müssen nämlich wieder eine Vorschleife machen. Ups, i gleich 1. I kleiner als numgame hat man das, glaube ich, genannt. Natürlich muss noch ein Dollar vorne dran. Und dann, ja, wieder eine ganz normale Vorschleife. Ups, hier habe ich ein D statt einem Du geschrieben. So. Genau, und jetzt müssen wir im Prinzip, können wir hier das Ganze tatsächlich mal reinkopieren. Oh, halt, das ist falsch. Das ist das hier.
kopieren eigentlich, ja gut. Ich kopiere es mal ganz kurz. So, jetzt ist hier nur die eine Rückung ziemlich beschissen. Das muss ich mal ganz kurz umändern. Ach so, das ist dann kürze der Weilschleife. Ja, okay. So, jetzt müsste es halbwegs normal aussehen. So, also was müssen wir jetzt hier machen? Statt nur nach Game zu suchen, suchen wir jetzt nach so Game$i. Wir müssen es dann auch immer in Anführungszeichen schreiben, damit er hier die Variable quasi richtig einsetzt. So, dann müssen wir hier natürlich auch wieder bei screen-s das Ganze auch abändern, dass wir auch Game$i haben. Gut, dann wird der Stoppbefehl ausgegeben. So, dann haben wir hier noch ein kleines Problem. So, denn hier müssen wir erstmal auch noch $i eingeben. Wir müssen jetzt allerdings noch einen \s hinten dran setzen, damit er danach einen Whitespace-Charakter quasi sucht. Weil ansonsten würde er zum Beispiel bei 1 hier das Game 11 zum Beispiel finden, wenn wir so viele erstellen. Und dadurch würde er das Ganze nicht beenden. Das Problem hatte ich nämlich vorhin. Deswegen muss er noch ein \s hinten dran. Genau. Dann hier schreiben wir jetzt eben raus Game$i. Is not running, damit das Ganze hier auch noch richtig aussieht. Jetzt machen wir noch eine kurze Änderung, und zwar wollen wir hier noch den entsprechenden Ordner eben wieder löschen. So, das machen wir eben mit rm-r wieder, weil es ein Ordner ist. Sonst wird er nur eine einzelne Datei löschen und wird einen Fehler geben, weil es ein Ordner ist. So, hier müssen wir natürlich nicht Server, sondern Game schreiben. So, jetzt bin ich gerade überlegen. Das müsste es eigentlich soweit sein. Das Ganze findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Und ja, hier hat sich eigentlich nichts wirklich geändert. Man könnte noch dazu schreiben, dass wir jetzt eben das Ganze in der Config-Datei noch erwarten. Das lasse ich euch dann aber auch als Aufgabe. Das mache ich jetzt nicht hier noch. Genau, dann würde ich sagen, die in der network.conf sollte alles drinstehen. Wir schauen nochmal ganz kurz rein. NumGame, ja, genau, weil ich mich jetzt nicht irgendwo verschrieben habe, was ich jetzt einfach mal hoffe, starten wir mal das, okay, das sehe ich schon, Zeile 19, da fehlt eine Klammer, das sehe ich von hier, also, Zeile 19 ist ja nicht genau durchnummeriert leider in Nano, aber ich glaube, wir könnten sogar irgendwie zu der entsprechenden Zeile wechseln, aber hier ist der Fehler, da habe ich eine Klammer auf vergessen, so, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja, okay, aber wir haben natürlich noch nicht angegeben, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen starten. Okay. Im Optimalfall müsste 3 Game-Server gestartet haben. Ja, wir sind natürlich noch nicht fertig, denn wir müssen die noch in Bungee-Cord eintragen. Aber wir sehen, wir haben jetzt Game 1, Game 2 und Game 3. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch, also wir können jetzt hier, auch hier schauen mit ls. Sehen wir auch, die Ordner wurden angelegt. Können wir zum Beispiel in Game 1 reingehen und die Server.properties anschauen. Und dann sehen wir hier eben den Serverport wird richtig eingegeben, 25601. Okay, dann schauen wir mal, ob er auch wieder das Ganze beenden kann. Mit ./network, genau, network.sh und stopp. Ah, wir haben da außerdem noch... Okay, es scheint zu funktionieren, oder haben wir vergessen, oder ich habe vergessen, dass... Game hier rauszumachen. Das heißt, wir haben ja die Vorschleife, haben aber hier oben immer noch das hier. Das müssen wir natürlich raushauen. Das war noch von vorher, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Da. Gut, dass es hier so lange dauert. Es gibt bestimmt eine bessere Variante, das Ganze so zu löschen, aber egal. Jetzt haben wir es ja auch schon. So, also. Jetzt wären wir hier schon mal soweit. Jetzt müssen wir beim Bungee eben noch mal ein bisschen was umändern. Und zwar müssen wir das Ganze ja beim Starten machen. Okay, das heißt, wir gehen jetzt hier nicht mehr beim Stopp rein, sondern beim Start. So, hier wird ja der Bungee gestartet. Das ist bisher recht klein. Ganz kurz zeige ich mal, wie das Ganze jetzt funktionieren soll. Und zwar gehen wir mal in den Bungee rein und schauen uns die config.yml an. Und zwar haben wir hier dieses Servers. Da müssen wir das Ganze hier eintragen. Das Game müssen wir dann rausmachen. Machen wir ganz kurz. Das brauchen wir nicht mehr.
So. Bei Servers muss man das Ganze eintragen. Das heißt, wir müssen quasi schauen, okay, wo ist das Servers? Und dann danach unsere neuen Server eintragen. So, also dann machen wir das mal. Ups, jetzt bin ich im falschen Ordner. Jetzt, genau, hier sind wir. Wir sind jetzt hier im Bungee-Ordner, das ist schon mal ganz gut. Das erste, was wir machen, ist quasi die alten Server aus der Konfigurationsdatei rauslöschen, damit wir eben ja die schon gestarteten Server wieder rausbekommen. Das Ganze machen wir hier eben mit dem Set wieder. Und dann suchen wir erstmal nach Servers. Das ist ja genau das, was wir eben als Anfang haben. Und dann das Ende ist quasi Lobby. Und das Ganze wollen wir dann eben rauslöschen. So. Und das Ganze machen wir in der Datei config.yml. So. Okay, ich hoffe, das ist hier schon mal richtig. So, dann müssen wir natürlich wieder die einzelnen Server durchgehen. Das heißt, wir sagen i gleich 1, i kleiner gleich numgame. Natürlich wieder das Dollar vergessen. Also Dollar numgame. I plus plus. So, dann wieder zwei Klammern zu. So, da haben wir wieder unser Do und das Done. So. Und dann geht's hier weiter. Wir müssen jetzt wieder überprüfen. Okay, haben wir i kleiner als 10? Wenn ja, dann müssen wir hier die Zeile entsprechend abändern, denn wir müssen ja auch den Port, wo der Server läuft, quasi ausgeben. Das Ganze nennen wir game$i Doppelpunkt backslash n. Dann machen wir mal vier Leerzeichen, dann mod d, Doppelpunkt. Und jetzt können wir hier, und quasi unser, das mod d von dem Server eingeben. Ich mache jetzt hier einfach mal game server $i. Ganz einfach. Dann müssen wir hier wieder das backslash brauchen wir hier, damit der hier nicht denkt, dass das String zu Ende ist, sondern dass wir das backslash in die Datei reinschreiben. So, backslash n ist hier wieder ein Zeilenumbruch, dann nochmal vier Leerzeichen, dann schreiben wir eben noch die Adresse rein. So, das ist hier jetzt localhost, machen wir noch ein Leer dazwischen. Dann der Port, das ist in dem Fall 2560 $i und wieder ein Backslash n. Und dann nochmal vier Leerzeichen, dann restricted false. So. Das sollte jetzt im Optimalfall richtig sein. Ob das geht, werden wir ja in Bälde erfahren. So. Line ist da. Ich schaue das Ganze gerade ganz kurz nochmal durch. Mod D. Haben wir das? Also das und 1 ist nur, dass das Ganze eine Farbe hat. Das könnt ihr auch weglassen, wenn ihr wollt. Genau, okay, dann wieder ein Backslash N, dann die Address. Da haben wir Localhost. Ah, da fehlt was. Da fehlt der Doppelpunkt. Und zack, so, Doppelpunkt hin. Das fehlt natürlich, so, ne? Restricted Doppelpunkt false. Ja, okay, das sieht ganz richtig aus soweit. Dann nehmen wir das Ganze, kopieren es, fügen das hier ein und machen hier natürlich wieder die 0 weg. Denn in dem Fall ist i zweistellig und dann brauchen wir die 0 nicht mehr. Okay. Hat das jetzt hier nicht eingerückt, weil es sonst zu weit nach hinten rausgehen würde. Könnt ihr aber natürlich einrücken, das macht eigentlich keinen Unterschied. So, und dann machen wir nochmal einen kleinen Set-Befehl, und zwar Servers, Doppelpunkt, und dann ein Slash A, Backslash, Backslash, Dollar Line, ups, das haben wir hier, so, und dann das Ganze in die config.yml, denn wir müssen das Ganze jetzt noch eintragen, wir haben die Zeile erst erstellt, noch nicht reingeschrieben, das machen wir jetzt hier mit dem Befehl, und damit tun wir das eben direkt hinter Server schreiben nach einer neuen Zeile. So,
Dann sind wir hier dann. Dann, ja, können wir eigentlich direkt den Bungee-Cord starten. Rausgehen, exiten. Okay, ich hoffe mal, dass es jetzt funktioniert. So, Start. Okay. Char11, Unknown Command, Punkt. Okay, ja, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wo der Fehler liegt. Oh, hier muss ein Komma hin statt eines Punktes. Aha, sehr gut. Ganz kurz noch schauen. Haben wir noch sonstige Fehler? Okay, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja, Conif ist natürlich falsch. Okay. Wir haben hier die falsche Datei angegeben. Das ist natürlich auch schnell bearbeitet. Nur ganz kurz schauen, wo eigentlich. Ich dachte jetzt eigentlich, das müsste hier sein. Z-I. Da oben. Config. So, nochmal testen und okay. Kurz schauen, okay. Oh, wir haben vergessen, das Ganze zu stoppen. Das ist jetzt unpraktisch, denn wenn man das vergisst, dann funktioniert leider der. Okay, ja, warte mal. Jetzt muss ich gerade selbst mal ganz kurz schauen. Bungie. Wir müssen die jetzt hier mal manuell rauslöschen. Weil wenn der die doppelt startet, dann weiß er als nicht, welche er beenden sollte. Deswegen am besten immer vorher schauen, dass keine Server gestartet sind. Ansonsten kann ich auch, wenn ihr wollt, ein Tutorial dazu machen, wie man das Ganze so umprogrammieren kann, dass man, ja, dass der eben beim Starten überprüft, dass die Server nicht mehr laufen und dann entsprechend eventuell die stoppt. Ja. Ja, jetzt tue ich sie mal ganz kurz manuell stoppen. Wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt keine Sockets mehr. Jetzt habe ich nur leider vergessen, was das eigentliche Problem war. Ich habe nämlich noch ein Problem. Deswegen muss ich jetzt einfach nochmal starten. Start. Ah, wir hatten gar kein Problem. Schauen wir mal, was für Screens es laufen. Ich glaube, wir hatten beim Stoppen ein Problem. Das war's. Gehen wir mal wieder ganz kurz. Schauen wir mal, was in der Config-Datei drin steht. Das heißt, wir gehen jetzt in den Bungee rein und schauen uns jetzt die Config-YML an. Die sieht nämlich irgendwie nicht so gut aus. Da sollte eigentlich mehr drin stehen als das hier. Es steht aber Game Server 1 drin und der richtige Port. Also irgendwie funktioniert es, irgendwie aber auch nicht. Okay, das ist sehr interessant. Ups, ich brauche eigentlich YML. Das Abspeichern, okay. Ja. Wenn wir jetzt das Ganze wieder stoppen. Mal schauen, was für Screens noch gestartet sind. Okay, es gibt schon mal keinen Fehler. Wir haben aber immer noch den Game 3 am Laufen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Also wir machen jetzt hier mal ganz kurz Debugging, damit ihr seht, wie das so quasi nacheinander aufgebaut wird, weil es klappt ja nie ganz am Anfang. Man muss immer so ein bisschen schauen, okay, woran kann das jetzt liegen? Ich habe hier schon eine Idee. Erstmal werde ich den Server manuell stoppen. So, und dann müssen wir natürlich jetzt erstmal bei Stopp schauen, weil das hat ja nicht funktioniert. Und hier wird das Ganze gestoppt. Ja, wir müssen natürlich hier nicht i kleiner, sondern kleiner gleich. Ja, genau. Deswegen wurde nämlich die einmal zu wenig ausgeführt und dadurch wird der eine Server nicht gestoppt. Okay, damit haben wir schon mal das Problem, ja, gefunden. So, was wir jetzt noch haben, ist hier bei Bungie geht ja auch noch irgendwas nicht. Deswegen schaue ich da mal, was da falsch ist. So, wir haben hier die Vorschleife. I gleich 1. I kleiner gleich Nummer. I plus, also die Vorschleife sieht eigentlich richtig aus. Und hier drin
Game. Oh. Warum habe ich da Dollar 1 statt Dollar I geschrieben? Heilige. Okay, das könnte vielleicht schon der Fehler sein. Mal schauen. Ansonsten war, glaube ich, hier. Müsste aber eigentlich richtig sein. Okay, schauen wir mal, ob das ja, die Ursache des Fehlers war. Das sieht auf jeden Fall schon mal falsch aus. Deswegen schauen wir mal, ob es jetzt geht. Screen LS. So, jetzt sind wir alle gestartet. Wir gehen wieder in Bungie rein. Schauen uns wieder die Config an. Ah, perfekt. Game 3 ist drin. Heißt auch Game Server 3, Game 2 und Game 1 ist alles drin. Okay, ja, das, die Ports sind auch richtig eingestellt. Dann können wir eigentlich das Ganze wieder stoppen. Schauen, ob das auch noch geht. Ich muss natürlich wieder in der richtige, ins richtige Verzeichnis. So, schauen wir mal, dass jetzt auch alle Screens beendet wird. Sollte jetzt eigentlich auch funktionieren. Dann wären wir eigentlich jetzt dann fertig. Ja, okay, alle Screens sind beendet. Wir können ganz kurz mal schauen, okay, was passiert, wenn wir jetzt hier in die network.conf numgame zum Beispiel mal auf 5 setzen. Startet er dann auch 5 Instanzen. Wir sagen Start. Wird gestartet. Wir sagen Screen LS. Alle 5 sind gestartet. Wir können jetzt sogar hingehen und mal die network.conf bearbeiten, jetzt wo das Ganze startet, und sagen, okay, jetzt wollen wir nur noch 3 haben. Wir wollen aber immer noch, dass alle 5 beendet werden. So, jetzt machen wir hier Stopp. Dann können wir gleich mal schauen, dass auch alle beendet wurden. Das bringt nämlich dieses Kopieren. So, kann aber sein, dass es irgendwie aus irgendwelchen Gründen falsch ist. Also schauen wir mal an. Screen-ls. Ja, nichts mehr gestartet. Perfekt. Also, das wär's für diesen Part. Es gab jetzt natürlich im Endeffekt wieder ein bisschen Debugging, aber ich denke, das ist auch mal ganz interessant, wie ihr so seht, wie man nach und nach die Fehler auch wieder finden kann, wenn es eben nicht von Anfang an klappt. Man muss halt irgendwie überlegen, okay, woran könnte das liegen, und dann eben, ja, versuchen, das Ganze zu beheben. Naja, ich hoffe, ihr kamt halbwegs mit, habt ein bisschen was verstanden und könnt dann dementsprechend auch selbst ein bisschen, ja, rumwerkeln. Wenn noch Fragen offen sind, könnt ihr die gerne in den Kommentaren schreiben. Ansonsten, falls ihr wollt, dass noch mehr Folgen dieser Art kommen, dann könnt ihr gerne das auch in die Kommentare schreiben. Am besten mit einem Vorschlag, was ich da noch zeigen soll. Ich habe ja ein paar Sachen angerissen hier schon in diesem Video, was er noch machen könnte. Genau, und ansonsten wäre es das aber eigentlich erstmal für diese Serie. Und ja, vielleicht schaut ihr auch bei anderen Videos auf meinem Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis dahin, ciao.